Spielt die Familie überhaupt noch eine Rolle in unserer Zeit? Oder ist sie überholt? Die Antwort können wir in dieser Zeit der Corona-Pandemie hören. Die Familie ist der sicherste Platz. Familien sind nicht nur für Politik und Gesellschaft wichtig. Sie sind auch der Kirche sehr wichtig. Sie sind sogar heilig, weil Gott die Partnerschaft segnet. Darum können wir uns eine Kirche ohne Familien nicht vorstellen. Auch heute, am Fest der Heiligen Familie, bekommt die Familie besondere Aufmerksamkeit. Aber was brauchen wir für eine gute Familie? Wie stellen wir uns eine perfekte Familie vor? Sind wir in einer Familie glücklich, wenn wir eine gute Wohnung haben, ein gutes Einkommen bekommen, eine gleichberechtigte Aufteilung der Aufgaben, zum Beispiel Kinderbetreuung und Haushalt haben? Nein, das können wir mit Sicherheit nicht sagen. Denn dazu gehören auch andere wichtige Dinge. Liebe, Vertrauen und Aufmerksamkeit gegenüber anderen sind in unserer Familie unverzichtbar. Aber sie braucht vor allem noch etwas. Was das ist, können wir am Beispiel einiger Familien aus der Bibel feststellen. Als erstes Paar schauen wir natürlich Adam und Eva an. Sie hatten im Paradies alles, was sie damals brauchten. Dennoch waren sie unglücklich. So gerieten sie in Versuchung und verloren zunächst das Paradies. Ihre Kinder stritten sich untereinander und einer brachte den anderen um. Wir wissen, Adam und Eva sind keine historischen Figuren. Sie vertreten die Menschheit und sagen, dass wir, obwohl wir von Gott stammen, scheitern können. Die zweite Familie ist die von Josef und Maria. Im Gegensatz zu Adam und Eva hatten sie ganz wenig zum Leben gehabt. Sie hatten ihre Überraschungen, Fragen und Zweifel. Waren sie deshalb unglücklich? Ich glaube nicht. Warum? Sie hatten ihren Glauben an Gott. Ja, genauso eine Familie sehen wir im Alten Testament. Die Familie Abrahams. Abraham und Sarah mussten dem Wort Gottes folgen und ihr Land verlassen. Dann überraschte Gott die beiden Hochbetagten mit einem Sohn. Danach verlangte er von ihnen, diesen Sohn aufzuopfern, unterwegs sein, einen Sohn durch das Wirken des Heiligen Geistes bekommen und ihn später auf den Weg zum Kalvarienberg begleiten. Eigentlich können wir zwischen den letzten beiden Familien gewisse Gemeinsamkeit beobachten. Sie hatten kein einfaches Familienleben. Aber Paulus schreibt im Hebräerbrief, was ihre Stärke war. Aufgrund des Glaubens. Ja, dreimal hören wir diese Formulierung. Selbstverständlich, für ein schönes Leben braucht man viele Dinge. Das Wichtigste ist aber,
der Glaube an Gott. Ja, es ist schön zu hören, dass die Familie auch in der heutigen Zeit eine wichtige Rolle spielt und sogar der sicherste Platz der Welt geblieben ist. Nicht nur wegen des Virus, sondern weil Gott da ist. Wir werden in der Familie Probleme erleben, aber Gott kann uns helfen. Ja, er wird uns helfen, auch wenn wir einen kleinen Glauben wie ein Senfkorn haben. Gott kann damit Wunder wirken, uns Zufriedenheit und Kraft schenken, die Kraft zum Aufbrechen, Überraschungen anzunehmen und Leid zu ertragen. Schenken wir Gott einen Platz in unseren Familien, dann wird er uns helfen und heiligen. Gott stärke uns im Glauben und segne uns mit seinem Dasein. Amen.